Willkommen aus Barcelona. Wir sind bei LG mit dem LG Rolling Rod, einem kleinen Roboter sozusagen, der zu Hause rumrollen kann. Der muss nicht Hasenohren haben, aber er schaut einfach witziger aus mit den Dingern drauf. Wir schauen uns jetzt mal ein bisschen die technischen Daten an, wo wir hier vorne Sensoren haben und hinten Sensoren haben. Die zeige ich gleich nochmal. Wir haben eine sehr gute Kamera, damit der Ganze natürlich auch aufnehmen kann. Falls zu Hause irgendjemand in unser Haus kommt und einbricht, kann der hinrollen und sofort aufnehmen, wer das war. In die Cloud hochladen über WLAN. Ein Mikrofon nimmt entsprechend auch Sounds auch auf und hier oben ist noch ein Lautsprecher mit dabei, also man könnte wahrscheinlich auch irgendwelche Geräusche abspielen. Auf der Rückseite ist der kleine Bommelschwanz gerade abgefallen. Dahinter befindet sich dann entsprechend ein Micro-USB-Type-C-Anschluss bzw. ein Micro-SD-Kanzler, damit man den dann auch entsprechend erweitern kann im Speicher. Hier ist An- und Ausschalter. Den Schwanz könnte ich jetzt hier wieder dran machen, aber wir schauen einfach weiter hier unten, dass wir da noch einen Sensor haben. Und wenn er merkt, dass wir entsprechend keinen Strom mehr haben, übrigens da hinten rollt er gerade durch die Gegend, wenn ihr dann merkt, dass er keinen Strom mehr hat, kann er auch einfach auf eine Ladestation rollen. Wir sehen können, der kann auch umkippen oder so, aber hier unten dann entsprechend auf der Ladestation kann er auch noch rollen, damit er sich dann entsprechend aufladen kann, wobei ich nicht weiß, wie viel er zu Hause dann entsprechend rumrollen kann. Wir können auch einstellen, dass er einfach mit unserem Haustier zu Hause spielt, mit unserer Katze oder Hund, auch wenn wir nicht zu Hause sind. Also es ist sozusagen ein kleines Geschenk für unser Haustier, kann man das auch noch hier benutzen, den LG Rolling Rod, oder einfach dafür, dass er unser Zuhause überwacht. Mein Name ist Bernd Schaaf, das Zuschauer, bis zum nächsten Mal und vergesst nicht unseren Chat zu mir für weitere coole Inhalte zu dem Mobile. Aber 2016.